Schönen guten Tag, Kautschuk, zu einer neuen Folge The Search. Joa, es geht weiter. Was habe ich eigentlich so an, an Altmetall? Nicht besonders viel. Konnte ich mittlerweile eigentlich. Ich konnte immer noch kein Brustmodul machen, richtig? Ne, ich konnte immer noch kein Brustmodul machen. Okay. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich wie immer an Games Planet erinnern. Das Spiel wurde mir, wie gesagt, von denen gestellt. Und in der Videobeschreibung gibt es zu den guten Herren einen Link. Und über den könnt ihr uns unterstützen. Und das ist ja geil. Also ihr müsst wissen, oder beziehungsweise ihr wisst es ja eigentlich, weil ich es ja erwähnt habe. Ich nehme mit einem PlayStation-Controller auf. Ahaha, alles klar. Okay. Das war mir jetzt neu. Ja, vielleicht, weswegen ich gerade so überrascht bin, ist, achso. Das Hauptquartier des Werksschutzes ist ja. Warum ich gerade so überrascht bin, ist... Aua. Ja, warum ich gerade so überrascht war. Oh Gottes Willen, ey. Ich habe kein Leben mehr, ist mein Problem. Dass auf einmal hier die PlayStation-Befehle angezeigt werden. Ich muss mich einmal heilen gehen, das war dämlich. Ich hätte auch, das habe ich glaube ich beim letzten Mal vergessen, mich einmal in die Medbay zu stellen, um das wieder aufzuladen. Das hatte ich auch vergessen beim letzten Mal. Bisschen Hallo. Blöd. Dadurch habe ich jetzt natürlich so ein bisschen hier, naja, verschenkt. Schönen aber Tag, naja, halb so wild. Warren. Naja, Grund auf jeden Fall dafür, dass das hier jetzt so angezeigt wird, wie es angezeigt wird, ist. Normalerweise habe ich immer ein Programm noch an, was eigentlich extra dafür da ist, dass man den PlayStation Controller vernünftig am PC benutzen kann. Weil der hat es ein bisschen Probleme gemacht. Irgendwann musste ich aber feststellen, das hier ist wahrscheinlich ein Shortcut, richtig? An alle ja. Mitarbeiter. Auf Stockwerk G wurde ein Sicherheitsproblem festgestellt. Diese Einheit bleibt außer Betrieb. Okay. Ich dachte gerade, die alarmiert jetzt die Typen da hinten. Oder so. Okay, hier kann ich auch noch runter. Möchte ich das? Ja, eigentlich schon. Eigentlich möchte ich das, weil da liegt was. Auf jeden Fall, das Programm habe ich jetzt einfach vor der Aufnahme vergessen anzumachen. Ich gehe kaputt. Ey, du, komm mal rüber. Mein Exo hat keinen Saft mehr. Bin eine verdammliche Statue hier. Kann keinen Zeh krumm machen. Kannst du das ans Laufen kriegen? Mir eine kleine Starthilfe geben? Ist das der erste freundliche NPC? Kann das sein? Fail-Safe-Protokoll aktiv. Log bei 96 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Automatischer systemweiter Reboot eingeleitet. Datenverlustanalyse. Großteil der Cryo-Systeme beschädigt. 27% der Datenspeicher- und Verarbeitungseinheiten melden vollständigen Datenverlust mit geringer Chance auf Wiederherstellung. Lokale vom Netzwerk unabhängige Energieversorgung bleibt funktionsfähig. Wiederherstellungsprotokolle aktiviert. Beschädigte Datensektoren unternehmen temporären Reparaturversuch mit Hilfe analoger Systeme. Kollateralschaden an der Belegschaft als extrem eingestuft. Allgemeine Arbeitseffizienz bleibt stark beeinträchtigt. Alle aktiven personalbezogenen Systeme melden signifikante neuronale Abweichungen und physischen Verfall. Unbeschädigte Implantate und Exorates sollten zur Aufarbeitung und Neuverteilung an funktionstüchtige menschliche Ressourcen gesammelt werden. Bitte, Kumpel.
Ja, ich mache ja schon. Ich musste mir das nur mal gerade anhören. Also, wir hören auf jeden Fall, dass hier einiges schief gelaufen ist. Ey, hör mal, du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Ne? Ja, ich mach doch schon. Oh. Nee, hat's jetzt geklappt oder nicht? Doch, ich glaube, es hat geklappt. Verdammt, ich das gibet nicht. Danke. Hab hier so lange gehockt, da ist mir das Sitzfleisch eingeschlafen. Weiß nicht, wie oft ich schon den toten Jupp gespielt habe, das sag ich dir. Hab mir ein paar Mal fast in eine Buchse gestrollt. Ich heiß Hobbs, Dean Hobbs. Aber keiner tut mich Dean nennen, dass du das weißt, ne? Hobbs ist schon genug. Was ist das denn für einer? Wie geil, dass sie dem im deutschen Akzent gegeben haben. Was treibst du hier unten? Tja, das ist wieder typisch ich, siehste? Ich bin nämlich Wartung. Hätte den Scheiß dem Werkschutz überlassen sollen. Aber nee, ich denk, hey Hobbs, lass mal gucken, was hier nicht ganz richtig ist. Da denkst du, ich muss bekloppt sein. Wollt mal einen Blick auf die Failsafe-Konsolen schmeißen, gucken, was die so aufgezeichnet haben. Wurde von meinen Kumpels getrennt, aber ich dachte mir, Hobbs, gib jetzt nicht auf, du kannst das schaffen. Und dann ist mein Exo abgewürcht. Schätze, du hast keinen Schimmer, was hier läuft, hä? Scheiße, nee, ich weiß von nix. Dacht mir, wäre der Denkkolben in der Kotelettenschmiede gekommen und dann ist er durchgebrannt. Ich wache auf, die Rübe dröhnt wie 23:30 am Kirchturm und um mich rum sind alle bekloppt. Was ich gesehen habe seitdem, das glaubt mir auch kein Mensch. Das ist der geil. Die Failsafe-Konsole. Was hat es damit auf sich? Creo hat einige von denen in eine Fabrik aufgestellt, um so eine Probleme zu finden und aufzuzeichnen. Bei all dem Kappes, der hier abgeht, ist da sicher eine Menge verrücktes Zeug drauf. Kannst du dir ja anschauen, wenn du willst. Aber meine wilden Tage sind gezählt. Ich hab genug. Wie sieht dein Plan aus? Werd meinen Arsch hier rausbewegen, sonst komme ich noch in Teufels Küche. Denk mal, ich gehe zur Servicestation. Sollte ja sicher sein da oben, nicht? Bis dann, Hobbs. Pass auf dich auf, Kumpel. Kipp mich nicht außer Latschen. Ist der geil. Ich feiere den Kerl total. Der Kerl ist einfach nur der Hammer. Shit. Ich hab's gerade verkackt. Holy shit. Also ich meine, unser Charakter finde ich tatsächlich so ein bisschen emotionslos. Das finde ich ein bisschen schade. Aber von unserem eigenen Charakter bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Aber Hobbs ist ja mal, den finde ich mega geil. Kommt der andere jetzt eigentlich? Weil ich. Der bewegt sich, glaube ich, eben. Ja, kommt tatsächlich. Okay. Da muss ich mal kurz aufpassen. Wow! Alter Verwalter. Holy shit. Das war krass. Also. Manchmal hast du dann halt echt hier Probleme, wenn da irgendwelche neuen Movesets oder so kommen. Das habe ich befürchtet. Ja, das habe ich befürchtet. So sah der auch aus. Kann er damit auch noch zu. Holy shit! Der war heftig. Der war verdammt heftig. Da hatte ich so nicht mit gerechnet. Habe ich jetzt eigentlich mal irgendwas hier? Ich hab. Oh ne, das bringt mir nichts. Ach ne. Ich hatte das Ding hier, ist neu. Ist das irgendwie besser als mein jetziges oder so? Kann ich das irgendwie vergleichen? Was ist das eigentlich? Das war eine andere Waffe noch. Was hat der Schaden? Gepanzert minus 8 Schaden gegen ungepanzert plus 8%. Energieverbrauch der Drohne plus 30. Verbrauch von 3. Aber was trage ich denn? Schaden gegen Panzer 4, Energieverbrauch Drohne, keins. Stabilität niedrig, was hat das für eine Stabilität hier? Hoch. Keine Ahnung, ob sich das lohnt, muss gestehen. Der Energieverbrauch der Drohne wird halt auch hochgesetzt.
Und es verbraucht mehr Ich habe, glaube ich, aktuell gar keine Kernleistung, oder? Ja, ich habe gar nicht genug Kernleistung dafür. Ach, guck mal hier, er steht jetzt hier. Wir haben es geschafft, Kumpel. Tut gut, dich zu sehen. Und dass du mir nicht denkst, ich vergesse, was ich dir schulde. Hab das hier gefunden, ist deins, wenn du willst. Hilft dir vielleicht nicht? Geil. Irgendwelche Schwierigkeiten unterwegs hierher? Nee, war ja um die Ecke. Und ich hab den Kopf unten behalten. Das Schlimmste sollte jetzt vorbei sein, nicht? Pass auf dich. Okay, man sieht sich. Ich finde den Kerl geil. So, hat er mir irgendwas Sinnvolles gegeben? Kann ich irgendwas hier... Kann ich jetzt zufällig hier mein Brustmodul herstellen? Nee, da hat er mir... Dafür hat er mir natürlich kein Zeug gegeben. Irgendwer hatte ja geschrieben, dass ich, nee, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Shit, hätte ich Altmetall, könnte ich die Waffe verbessern. Aber ich kann ja... Wie viel brauche ich? Ich brauche 2009... Ich brauche 1000 Altmetall. Inventar... Ne, Implantate, Entschuldigung. Inventar... Ach, ja, Inventar. Mhm. 1000 Altmetall brauche ich. Einmal, zweimal, dreimal. Vielleicht macht das auch keinen Sinn, dass ich jetzt hier meine Waffe upgrade, aber... Ich würde es gerne machen. Ich glaube, mehr Schaden bitte, kann vergiss nicht. Irgendwie nicht schaden. Sicherheit mehr Schaden bei der kann Arbeit schaden. Ist Aha. Unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Nix da. Ich muss allerdings tatsächlich aufpassen. Ich darf hier nicht überpacen. Diesmal gehe ich auch den normalen Weg einfach mal. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich hier drücke, während du einen Gegner gegenüberstehst und deine Drohne, ja. Eigentlich bringt das nichts, weil... Ja, richtig. Ich nehme mal keinen Schaden mache. Ihr könnt mir übrigens auch mal sagen, was ihr von der neuen Facecam-Position haltet. Prinzipiell war das eigentlich ein Versehen. Ich hatte die Aufnahme gestartet. Wir haben eben was anderes aufgenommen, was ich auch mit OBS aufnehme, mit Facecam aufnehme. Und dann habe ich es tatsächlich eigentlich schlicht und ergreifend vergessen, wieder umzustellen. Und dann dachte ich mir, aber habe ich rübergeguckt. Also ihr wisst ja, da ist irgendwie mein OBS-Bildschirm. Und dann war mir so aufgefallen, oh hey, das sieht ja eigentlich, verdeckt ist da gar nichts. Und deswegen habe ich es da jetzt einfach gelassen. Ich meine, es wäre ein leichtes gewesen, die Aufnahme eben neu zu machen. Damit kann man halt echt gut pullen. Dafür ist das schon nützlich. Altmetall da rechts den Gegner interessiert es nicht. Okay. Da haben wir auch noch richtig schön drauf geschaltet auf die auf den abgetrennten Kopf. Holy shit, ey. Das sah ein bisschen heftig aus. Hier was? Ne. Aber hier kann ich hoch. Gucken, ob ich mich hier irgendwie nochmal... Bei aktuellen Shortcut wird noch gar nicht so Sinn machen. Ausrangierte sich. Okay. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, das habe ich befürchtet. Holy shit. Ey. Was die Gegner zum Teil drauf haben, aber auch. Drücke R1, während du einem Kampf durch Ducken oder Springen ausweichst, um einen Konter... Oh, okay. Danke für den Hinweis. Das ist doch mal ganz nützlich. Pass auf dich auf. So. Moment. Bevor... Nein. Ach, shit. Ich wollte eigentlich meine Drohne einsetzen, bevor... alle Energie verbraucht war. Das habe ich leider verkackt. Na komm, mach deinen Angriff. Oh Gott. Shit.
Eigentlich hätte ich ihn gar nicht finishen sollen. Ich hätte eigentlich mich heilen sollen damit. Okay. Den pullen wir mal hierher. Eigentlich haben die ja nicht mehr so richtig viel drauf. Nein. Ach, shit. Greifst du mich jetzt endlich nochmal an? Toll. Das hat mir nicht so richtig geholfen jetzt gerade. Eigentlich, ich wollte mich ja eigentlich an dem voll heilen, war der ursprüngliche Plan. Warte, hier hinten war keiner. Nee, hier hinten war keiner. Ich brauche 75er Stufe. Da fehlt noch ein bisschen was. Ärgerlich. Eigentlich möchte ich nämlich da oben noch einen Versuch machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den da oben besiegen soll, aber der Weg dahin ist ja nicht so richtig weit. Ich treffe ihn einfach nicht. Shit. Holy shit. Ich mach dem aber auch keinen Schaden. Das ist mein Problem. Ausweichen. Aua. Holy shit. Okay, ich weiß nicht, ob ich den schon besiegen sollte. Ich glaube... Der ist noch ein bisschen hoch für mich, weil wenn ihr euch anguckt, wie viel Schaden ich dem mache, im Vergleich dazu ist glaube ich, nicht wert, da hinzugehen. Also ich werde da jetzt versuchen, hochzugehen, weil jetzt müsste theoretisch mein Altmetall, das da liegt, relativ gut erreichbar sein. Ich gehe zum Teil einfach eigentlich noch zu großes Risiko ein. So, wie gesagt, mein Altmetall hätte ich eigentlich ganz gerne. Ja, ausweichen sollte man schon. So, jetzt mache ich immer noch ein bisschen mehr Schaden. Oh, das war knapp. Das war nicht nur knapp. Nein, weich doch aus. Jetzt habe ich wieder meinen gesamten Heal verbraucht. Ah. Okay. Ich stelle mich heute nicht so richtig gut an, muss ich sagen. Ich hätte nicht die 2 Tage Pause machen sollen, beziehungsweise quasi 3. So, ich möchte eigentlich nur... Wo liegt mein Zeug? Hier. Vor allem, da sind mehr von da. Wenn ihr nach da hinten guckt, da liegen noch mehr. Da gehen wir nicht hin. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Hilfe! Bitte! Das habe ich befürchtet. Ist da wer? Kann mich irgendwer hören? Bisschen voll heilen. Okay. Ach, guck mal hier. Kann ich ihn nochmal voll heilen? Ist das der Aufzug schon da oben?
Komm schon, bitte, helf mir! Ich weiß nicht, ob es gut ist, dem zu helfen am letzten Mal. Shit. Na, guck mal. Danke, Mann. Dachte, ich würde hier nie mehr rauskommen. Komm schon, sag was. Achso, ja. Danke, ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Du könntest mir mal erzählen, wer du bist. Also, lass hören. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war. Irgendeine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe. Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken, aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen, kannst du einen drauf lassen. Geh vielleicht zur Servicestation, sollte ja sicher sein, richtig? Bis dann. Hau rein. Das ist wohl der Nächste, der zur Servicestation dann abhaut. Sehe ich hier noch irgendwas? Ah, das ist die Brücke, wo ich gescheitert bin eben. Oder am Anfang der Folge. Aber Shortcut-mäßig ist das hier nichts. Also hier ist nicht irgendwo noch irgendwas versteckt oder so. Lässt du mich hier an dir vorbei? Oh, ich habe Angst, wenn ich jetzt hier runterspringe. Aber da ist auch nichts. Aber da hätte ich jetzt tatsächlich Angst, wenn ich da runterspringe, dass ich dann da nicht mehr an ihm vorbeikomme. Okay, komm. Nein, nicht. Okay. Das war wieder mal nicht so gut. So, hier liegt noch ein Item. Wie lang ist das? Oh, den Audio-Log. Minuten? Stunden? Tage? Dieser Ort geht in Stücke. Ich gehe in Stücke. Man hat mir gesagt, es würde nicht wehtun. Dass das alles nach ein paar Minuten vorüber wäre. Aber der Schmerz, als es angefangen hat. Ich war wach. Es grub sich durch mein Fleisch, bohrte sich in meine Knochen. Ich kann die Maschinen immer noch hören, immer noch fühlen. Und ich habe geschrien. Ich habe geschrien, bis ich keine Luft mehr in meinen Lungen hatte. Aber es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf. Das klingt nicht so besonders gut. Hallo. So, ich möchte mich jetzt eben einmal heilen. Dann möchte ich gucken, ob jetzt der andere Kerl... Steht der andere Kerl jetzt auch hier? Nee, der ist nicht hier. Na gut. Zeug gefunden für meine Brustplatte habe ich nicht, oder? Nee, sehe ich richtig. Muss ich vielleicht tatsächlich nochmal ins andere Gebiet leveln gehen? Kann natürlich sein. Dann kommt mal ein Level dazu. Und den Rest lagere ich ein. Viele ist es nicht mehr. So, und dann sind wir am Ende angekommen für heute. Naja, zumindest haben wir zwei NPCs kennengelernt. Ich habe ein Monster kennengelernt, das irgendwie unglaublich stark war und mir unglaublich zu schaffen macht. Wenn ihr dazu was wisst, ob ich da irgendwie hingehen sollte oder tatsächlich es mir aufsparen sollte, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten nochmal die Erinnerung an Gamesplanet. Wie gesagt, Affiliate-Link findet ihr da unten drin. Wenn ihr momentan irgendeine Anschaffung machen wollt an Computerspielen, ja, guckt da doch einfach mal vorbei. Wie gesagt, keine extra Kosten. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.